Herzlich willkommen zurück auf Svartalfheim. Ja, beim letzten Mal haben wir ja kläglich versagt, als wir es versucht haben, mit unseren super coolen Katzen in die Zwergenburg einzudringen. Leider hat das nicht ganz so funktioniert und ich bin alleine rein und habe natürlich gemerkt, dass ich hier definitiv an meine Grenzen stoße. Mit Wölfen würde ich wohl reinkommen durch die Türen, aber dafür brauchen wir natürlich Wölfe. Das bedeutet nun, dass wir natürlich Wölfe zähmen müssen und uns auch alleine hochleveln. Wir brauchen bessere Ausrüstung, wir brauchen bessere Waffen, dass wir notfalls auch alleine dort rein können und die Zwergen zunichte machen. Und was wir heute alles erleben werden, wen wir alles zähmen werden, was wir alles mit nach Hause bringen werden, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Wir müssen jetzt erstmal Wölfe zähmen gehen, meine lieben Freunde. Wir brauchen Rudel. Also ich brauche wenigstens einen ganz großen. Wir haben ja schon einen großen, aber ich würde lieber noch ein bisschen züchten und die dann mitnehmen, ne? Das heißt, wir müssen uns erstmal denn auch wirklich damit auseinandersetzen, welche Waffenarten haben wir, welche Möglichkeiten finde ich tatsächlich noch, was brauche ich dafür? Wow, Pumpgun. Es gibt hier eine Moment, das muss ich mal ganz kurz recherchieren. Okay. 30, das ist jetzt nicht so teuer, das Ding, ne? Da gibt es doch bestimmt auch verschiedene Qualitäten, könnte ich mir vorstellen. Und was braucht die für Munition? Sehr wirksam aus der Nähe. Ist eigentlich perfekt. Schön mit der ist ja quasi wie eine Schrotflinte, ne? Einfache Schrotpatronen müssen wir dann bauen im Fabrikator. Okay, was ist da hinten schon wieder los? Da ist Action. Let's go, Tinker. Juhu. Endlich Action. Na! Ah! Katze, ist das ein Männchen? Moment, ich muss sie kurz weglocken. Wenn das ein Männchen ist, Leute. Es war ein Männchen, aber nur ein Level 20 Lobob. 85er, ich sehe nichts. Das sind die Smilodons, die ich eben gesehen hatte über den anderen, ne? Ja, alles klar. Gut. Dann machen wir den mal weg. So, alle weg. Gut. Oh, so eine ganze Raptoren-Gang wieder mit super coolen Farben. Mit denen hätte man auch da reingehen können, ne? Mit Raptoren, glaube ich, hätte man da super auch in die Burg rein. Da ist ein Berserker. Der mit mir tanzen möchte, offensichtlich. Okay, das gab wieder eine ganze Menge. Wir haben Schrotpatronen bekommen. Die brauchen wir ja sowieso für die Pumpgun dann, ne? Und nochmal 1 Milliarde verschiedene Dinger. Oh, guck mal, der ist besser. So, wo gehen wir hin? Hier, ich glaube, wir müssen einfach hier rüber. Nee, wir müssen da lang. So, hier lang. Hier ist noch ein Berserker. Eine Berserker. Spuckkatze. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Komm her. Die sieht ja geil aus. Ich habe Blutungsschaden. Oh nein. Okay, das war easy. Und es gab noch ein paar Lederstiefel und so, habe ich gesehen. Oder? Habe ich nicht gerade Lederstiefel gesehen?
Ich glaube, hier gibt es gar keine Lederstiefel. So, weiter geht's. Oh mein Gott, warum habe ich die getötet? Was war das denn für eine coole Tyla Kuleo? Kano? 90er? Nein. 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 Ich hänge fest. Ich hänge fest. Oh mein Gott, scheißen Dreck. Ich konnte nichts mehr machen gerade. Wollte es doch zähmen. Ja, aber ich will doch Wölfe zähmen. Hier sind aber keine Wölfe. Deswegen muss ich alles töten. Außer Tylas. Aber ich finde kein Männchen. Wie kann das sein, dass man immer Wölfe sieht und wenn man welche benötigt, sind keine mehr da? Boah, guck mal, der da unten. Dieser Pullover, oder wie die heißen. Pullovia. So eine Art Stinktiere, ne? Sehen zumindest so aus. Da ist wichtig, schneller zu sein als es. Sonst wird es schwierig. Oh mein Gott. Okay, ich muss kurz weg. Ein Spezialangriff. Ja, ich kenne den Spezialangriff. Wolf. Aber ich krieg den nicht abgeschaltet. Okay, eine Sache. Wir brauchen viel mehr. Wieso höre ich? Es ist nur ein Wolf, ne? Wir dürften ja eigentlich nur einen Wolf hier haben. Ich gucke aber gleich nochmal auf mein schlaues Gerät. Okay, welches der. Ich will das Richtige haben. Ich habe jetzt nicht geguckt, welcher der Richtige ist. Ich glaube, es gibt nur ein Smilodon-Männchen. Ein 130er, Leute. Ah, nee, das ist ein Sabertooth. Okay, warte. Hallo? Ich glaube, der stärkste, der übrig bleibt, ist unser Smilodon, oder? Alter, hat er gerade einen 130er weggemacht? Was ist denn jetzt hier gerade passiert? Hä? Das war doch nur ein 82er Sabertooth. Wo ist denn jetzt die Katze hin? Come on, ich wollte das Männchen haben. Oder ist das Männchen... Hä, wie kann der denn so ein riesen Vieh wegmachen? Was ist denn da? Was soll denn das? Oh Mann, ich brauche das Männchen, Leute. Du hast unseren Sabertooth, unseren Smilodon kaputt gemacht. Yo. Der ist ja heftig. Warum ist denn der so heftig? Aber dem geht's gar nicht so gut, ne? Ist. Dann müssen die ja schon angeknabbert gewesen sein. Ich bring den erstmal nach Hause, Leute. Okay. Oh Gott. Guck mal, wie er gebrüllt hat. Wie ein großer, ne?
Wie ein Großer hat er gebrüllt, aber er sah gut aus. Also er hat mir schon Respekt eingeflößt, muss ich sagen. Und dann nicht mehr. Gut, Kano, dann komm mal her. Da scheinen ein paar mehr Wölfe zu sein. Oder was das ist? Ich habe keine Ahnung. Es hört sich. Eigentlich hört sich das gar nicht an wie Wölfe, ne? So. Gigantopithecus. Lalalala. Raptor. Oh, oh, oh. Leute, 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 Leute. 150er Smilodon. 145er Männchen. Hier unten? Wie hier unten? Ich muss da runter. Oh mein Gott, wir müssen Männchen holen. Da vorne. Ich versuche mal ins Blaue zu schießen. Mal gucken, was passiert. Wer das frisst. 150er Männchen, 145er Männchen. Wir haben drei richtig gute Weibchen. Die wären halt super cool zum Verpaaren. Keiner isst es. Kann das sein, dass die unten, also richtig unten sind? Komme ich denn da hin? Da komme ich ja allgemein nicht. Wie komme ich denn da runter? Hier, guck, da ist der Weg. Das sind die beiden, die ich eben gesehen habe. Alles gut. Die interessieren sich nicht für mich, ne? Nee. So, dann lass uns hier mal gucken. War ich hier nicht schon? Nee. Ein 130er Mädchen, Leute. So weit weg. Ich zähme gerade wieder alles, ne? So, Moment. Dann machen wir hier ein bisschen rauf. Jawohl. Ja, genau. Die Schuhe mache ich auf, die Pfeile. Das ist bestimmt effektiv. Wer frisst das jetzt? Hat irgendwer was gefressen? Hier, so ein Eisvieh hätte ich auch gerne. Boah, jetzt liegen da die ganzen Dinger und keinen interessiert das. Oh mein Gott. Wir müssen strategisch vorgehen. Boah, jetzt habe ich Megatherium gezähmt, gleich. 140er aber allerdings. Was ja auch nicht so verkehrt ist. Ich zähme einfach alles, was da rumliegt und rumläuft, okay? Ja, überrenn mich ruhig. Gar kein Problem. Ja, schade auch wegen der Wölfe. Die hier noch waren. 145er Direwolf, Leute. Den will ich haben. Come on. Friss.
Das ist er. Ich nehme ihn ein Stück mit. Nein, nein, nein. Aus. Shit. Wo nehme ich den denn jetzt hin? Ich porte mich nochmal kurz nach Hause. Wie kriege ich denn den Wolf jetzt? Wir brauchen den Smilodon und den Wolf. Ich denke mal, wenn ich mich jetzt zurückporte, wird er nicht mehr da sein. Nicht mehr da, wo er war. Und ich kann auch irgendwie nicht flüchten. Ma! Ganzes Rudel. Was mache ich denn jetzt? Das ist doch alles Mickey Maus Kacke. Jetzt habe ich ein ganzes Rudel im Schlepptau und kann es nicht zähmen. Versuche es mal abzulenken. Geh mir doch nicht auf den Sack. Sag mal. Nerviges Tier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Chance. Ja, ich porte mich zurück. Bevor Tinker noch drauf geht. Last remote location. Die lassen von mir ab. Alter. Warum gehen die nicht weg? Huch! Die will ich auch haben. Die sind auch cool. Reingefroren. Eingefroren. Leck mich doch am Arsch. Sag mal. Jetzt bin ich die Wölfe los und bin eingefroren. Komm, lauf, Tinker, bitte. Mir ist kalt. Kein Wunder. Die laufen weg. Hundertfünfundvierziger. Ist das das Höchste? Es sind fünf Stück. Sind die jetzt alle... Sind die jetzt alle intrigued? Schon, oder? Haben die jetzt alle was gefuttert? Leute, wir haben es gleich.
Ich habe das Leid hier. Oh mein Gott. Wir haben das Rudel, Leute. Hab ich alle? Seid ihr alle ready? Ja, ne? Sind alle gezähmt. So, lass aber erst mal gucken, ob wir die beiden Smilodons noch finden. Dass wir die nochmal eben dem Rudel hinzufügen. Was ist der kalte Kaffee wieder? Unfassbar lecker. Es ist einfach so gut. So, ich laufe da. Kann das sein, dass schwer dunkel wird? Ich gehe kurz schlafen, ne? So. Go. Wir suchen die beiden. Tür ist offen beim Stall. Wenn da jetzt einer reinkommt, ne, dann haben wir ein Problem. Wenn da jetzt einer reinrennt, so ein Kano oder sowas. So, Moment. Ich muss jetzt erstmal kurz gucken, ob wir die überhaupt noch hier haben. Smilodon. 150er. Der 145er ist schon nicht mehr da. Da vorne. Ja? Kann das sein, dass der irgendwie in der Höhle drin ist? Oder ist er jetzt doch oben? Warte, ich muss weg. Ich hoffe, wir erwischen den, weil der irgendwie eingebackt ist. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich weiß zwar nicht, wo der 145er ist, aber erstmal egal im Prinzip. Hier. 55%, ich hol den. Also wenn ich da hinkomme. Das ist jetzt natürlich die Voraussetzung, dass ich da überhaupt reinkomme. Hallo, na? Schatz? Du hier so ganz alleine. Das tut mir jetzt schon wirklich leid. Hübsch ist sie auch. Er, meine ich. Ein Er. Es ist sehr kalt. Ich könnte mir was überziehen, aber ich glaube, das... Na? Ja, warte, ja, warte, jetzt. Ach, come on, ich komme einfach zu dir. Ist einfacher. So, dann holen wir Tinker noch zu uns und dann ab nach Hause. Aber sowas von... Ne, warte, erst Tinker. Und dann geht es nach Hause. So. Jetzt haben wir alles. Jetzt können wir paaren, bis der Arzt kommt. Aber nicht wieder so wahllos, ne? Wir müssen gucken, dass wir so ein paar Abteile auch haben, ne? Dass die nicht alle hier komplett querbeet stehen. Also ich stelle mir das... Wo bist du jetzt, Kleiner? Hier. Nee. Oh, jetzt sehe ich erst, was für eine schöne Farbe der hat. Warte mal. Ich mache nochmal eben einen Smilodon-Sattel fertig. Wir brauchen verschiedene Abteilungen so in diesem großen Gebäude.
Ich glaube, das wäre sehr wichtig. Ein echtes Erfolgserlebnis, besser als in der Zwergenhöhle zu verzweifeln. Die irgendwie doch schon Boss-Eigenschaften hat. Ja, ne? Ich bin. Aber wir haben ein Ziel vor Augen. Das heißt, in diesem. In dieser Burg, in der Zwergenburg, werden wir selbst reingehen. Das heißt, ich werde mich so weit hochrüsten, aufrüsten, dass wir uns dort verteidigen können. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ganz viel Munition bauen. Schrotflintenmunition und klassische von meinem heftigen Gewehr, was ich hier noch habe. Ich habe ja hier noch so ein krasses Gewehr. Das hier, die Flinte, die einfache Flinte. Die ist auch nicht von schlechten Eltern, muss ich mal sagen, ne? Also wir haben ja, vielleicht sollten wir dann auch wirklich mal anfangen, jetzt die Sachen, die wir haben, so ein bisschen zu sortieren, damit wir überhaupt einen Überblick bekommen von dem, was hier geht, ja? Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee.